Guten Tag und willkommen für eine neue DVD von Chessbase. Mein Name ist Yannick Pelletier. Ich bin ein 42-jähriger Schweizer Großmeister und Sie kennen mich vielleicht bereits durch meine Partien hinter dem Schachbrett oder die Live-Kommentare, die ich manchmal mache während Top-Turniere, oder vielleicht haben Sie sich schon eine DVD von mir früher angeschaut. Das Thema heute für diese DVD ist das Londoner System, aber vielleicht nicht so, wie Sie das vielleicht erwarten. Nämlich, ich werde kein Repertoire für Weiß vorschlagen, sondern Ihnen eine Waffe anbieten für Schwarz, um gegen das Londoner System zu kämpfen. Und zwar werden auf dieser DVD verschiedene Kapitel vorgestellt, wo ich eigentlich eine Waffe anbiete für Schwarzspieler gegen ein bisschen alles, je nachdem, was Sie mit Schwarz gegen D4 Hauptvarianten normalerweise machen, da werde ich etwas parat haben gegen das Londoner System. Das Londoner System, nur ganz kurz, besteht darin, dass Weiß D4 spielt und dann sehr früh, sogar im zweiten oder dritten Zug, seinen Läufer nach F4 entwickelt. Der Springer hier normalerweise nach F3, es kommt dann E3 und C3, etwas zurückhaltend gegenüber C4, was zu den normalen Hauptvarianten normalerweise führt, ohne vielleicht Läufer F4. Dann geht der Springer nach D2, dieser Läufer wird nach E2, je nachdem nach D3 entwickelt, es folgt H3, die Rochade, und Weiß behauptet normalerweise nicht auf großen Vorteil zu spielen oder überhaupt auf Vorteil zu spielen, sondern möchte einfach seine Figuren gesund und natürlich entwickeln, um dann ins Mittelspiel ganz ruhig reinzugehen und auf gesunde Basis eigentlich zu spielen. Und dieser Aufbau von Weiß geht eigentlich überall. Ob man jetzt mit G6 spielt, mit D5, mit E6, überall kann man eigentlich so wie im Londoner System rangehen. Und meine Aufgabe auf dieser DVD besteht darin, Ihnen etwas anzubieten, unbeachtet, ob Sie hier im zweiten Zug G6 spielen, dann Läufer F4, Königsindisch-Spieler, Grünfeldindisch-Spieler werden im zweiten Zug G6 spielen. Und Sie brauchen etwas gegen das Londoner System. Hier habe ich einen Vorschlag. Genauso geht es, falls Sie E6 spielen im zweiten Zug nach Läufer F4. Auch da habe ich ein Rezept parat. Und natürlich auch, wenn Sie im ersten Zug D5 spielen nach Läufer F4 im zweiten oder dritten Zug. Da habe ich auch eine Lösung für Sie mit einem kompletten Repertoire für Schwarz. Und eigentlich, dieses Kapitel hier im Damen-Gambit-Bereich ist auch das Wichtigste, das Größte auf der DVD, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass das Londoner System ein bisschen logischer ist aus weißer Sicht, wenn man D5 gespielt hat. Denn der Läufer auf F4 ist ein bisschen aktiver, als wenn man zum Beispiel D6 gespielt hätte, dann beißt er gegen D6. Und daher, wegen dieser größeren Aktivität und die Tatsache, dass Weiß hier um das Feld F5 vielleicht erfolgreich kämpfen möchte, scheint es mir wichtig, dieses Kapitel wirklich ein bisschen mehr Zeit und mehr Raum zu widmen. Ich biete sogar zwei verschiedene Systeme für Schwarz an, also mit D5 im Damen-Gambit-Bereich. Und ja, das sind ungefähr die Hauptteile von dieser DVD, schachlich gesehen. In jedem Kapitel
werden Sie Videos finden, wo ich über Theorie spreche und Pläne und nebenbei auch Videos, wo ich thematischen Partien erkläre. Denn das Londoner System ist eigentlich eine Eröffnung oder ein System, ein Schema, das oder wo Weiß eigentlich nicht behauptet, jetzt Vorteil in der Eröffnung zu haben, das habe ich früher erwähnt, sondern er möchte seine Stellung grundsätzlich gesund aufbauen und den Kampf eher später anfangen, im frühen Mittelspiel. Also es geht nicht darum, jetzt komplizierte, konkrete Varianten zu spielen, wo man vielleicht taktisch in Vorteil kommen kann, sondern einfach ruhig zu spielen und mit der Hoffnung, vielleicht den Gegner ein bisschen später in der Partie zu überspielen, im Mittelspiel. Dank tieferen Spielverständnisses vielleicht. Oder sogar bessere Endspieltechnik. Meine Aufgabe besteht also darin, Ihnen nicht nur theoretische Züge zu zeigen, denn die Partie geht nach dem achten oder zehnten Zug weiter. Und es ist wichtig, dass Sie sich dann den Hauptideen einprägen und dass ich Ihnen das erkläre. Und das wird durch thematischen Partien erreicht. Diese DVD enthält auch einen interaktiven Teil mit vielen kürzeren Clips, wo ich Ihnen Frage stelle und Sie können mit der Maus direkt am Bildschirm antworten. Zum Beispiel, was würden Sie hier spielen? Und dann versuchen Sie das oder das. Und je nachdem, wenn Sie die richtige Antwort nicht gefunden haben, dann erkläre ich, wieso das nicht so gut war und Sie können es wieder versuchen. Wenn Sie dann die richtige Antwort gefunden haben, erkläre ich auch einige Ideen und Themen. Und ich glaube, dass dieses Werkzeug ist ein wichtiges, lehrreiches Werkzeug. Er erlaubt Ihnen, Ihr Spielverständnis zu vertiefen. Das hat sich ChessBase wirklich gut gedacht, als Sie das erfunden haben. Und schließlich gibt es noch etwas Wichtiges, das ist eine Partiendatenbank im Chessbase-Format, also ohne Videos, ohne Audio, sondern einfach eine Partiendatenbank, die als Ergänzung zum Videomaterial gedacht ist. Denn in Videos kann ich einiges erklären, aber sicher nicht alles bedecken. Und im Zusammenhang mit diesen Partien, die ich persönlich ziemlich gut und tief bearbeitet habe und ausgesucht habe, dann können Sie eigentlich ein vollständiges Repertoire aufbauen, je nachdem, was Sie mit Schwarz spielen. Und ja, also das ist natürlich auch ein wichtiges Arbeitszeug, das Sie da in der Hand oder bei sich haben. Einige dieser Partien in der Datenbank sind kommentiert, analysiert. Nicht alle, aber manche sind das und sie geben Ihnen weitere Informationen. Also, ich glaube, ich habe ungefähr alles erklärt, was es zu sagen gibt bei dieser Einführung. Ich lade Sie jetzt ein, sich mit den Videos vertraut zu machen. Sie können natürlich von einem Kapitel springen oder über einen Kapitel springen, das vielleicht für Sie nicht passt, weil Sie zum Beispiel nicht G6 spielen oder nicht D5 im ersten Zug. Also es gibt ein bisschen für alle und das ist eben, glaube ich, das Gute und das Attraktive bei dieser DVD. Ich wünsche Ihnen vor allem eine gute Arbeitszeit mit mir und hoffe, dass Ihnen diese DVD gefällt. Viel Spaß!